Ja, hallo Leute, hier ist der dreckige Wichser für euch. Und heute habe ich ein Video, wo ich einfach mal ein paar Verbesserungsvorschläge nennen möchte, wo ich hoffe, dass diese irgendwie Rockstar Games mal erreichen werden. Ja, ich will auch gar nicht so lange rumreden. Fangen wir doch gleich schon mit dem ersten Punkt an. Und zwar habe ich mir so immer gedacht, für was braucht man eigentlich ein Apartment? Schlafen muss der Kerl eh nicht. Besaufen kann man sich auch von Supermarkt. Und umziehen kann man sich auch in einem Bekleidungsgeschäft. Ja. Ganz ehrlich, wenn man sich so ein Apartment kauft, man schaut ein bisschen rum, schaut die Aussicht an und sonst ist eigentlich eh alles gleich. Ja, auf jeden Fall bin ich da auf so einen Gedanken gekommen. Rockstar Games hat ja schon vor langer Zeit für Android, fürs iPhone oder für die PlayStation Vita die iFruit App veröffentlicht. Wer die iFruit App noch nicht kennt, erzähle ich kurz. Man kann damit unterwegs zum Beispiel sein Auto tunen und sich dann, wenn man wieder zu Hause ist, die Bestellung abholen, dass das Auto dann quasi übernommen wird, zu mir mit dem Handy eingestellt hat, oder man kann den Hund füttern. Und ja, auf jeden Fall bin ich auf so einen Gedanken gekommen, dass man doch eigentlich auch die Wohnung zu Hause noch mal einrichten könnte. Es muss ja gar nicht mal so zwingend über die iFruit App sein. Man kann sie ja auch in-game bearbeiten, die Wohnung. Und ja, ich bin halt auf so ein paar coole Vorschläge gekommen. Wie, stellt euch mal vor, ihr könnt irgendwie Statuen von früheren Rockstar Games Spielen, zum Beispiel aus Manhunt, in eure Bude stellen, zum Beispiel, dass ihr dieses Pixie-Viech mit der Kettensäge habt. Oder zum Beispiel die Freiheitsstatue aus Grand Theft Auto 4. Was ich allerdings noch geiler finden würde, und zwar jeder von euch hat doch schon mal mit der Kamera Fotos gemacht. Warum kann man diese eigentlich nicht an die Wand hängen? Weil diese ganzen Standardbilder, die an der Wand hängen, die sehen ja sowas von scheiße aus, seien wir mal ganz ehrlich. Die gehen ja mal wirklich gar nicht. Außerdem könnte man noch sein, ich sage jetzt mal, nicht zu den ganzen Glitchern, sein hart gewonnenes Ingame-Geld doch mal auch irgendwie für neue Möbel ausgeben oder einen neuen größeren Fernseher sich kaufen. Dass halt einfach mal die Wohnungen sich voneinander unterscheiden. Oder man könnte doch jetzt mal irgendwie einen Billardtisch kaufen, wo man dann mal spielen könnte. Das wäre auch ein cooles Minispiel, oder vielleicht erinnert ihr euch an The Ballad of the Gay Tony. Da gab es ja so ein Pong-ähnliches Spiel, dass man sowas doch mal einfach mal in die Wohnung mit einbauen könnte. Oder irgendwie ein Spieleautomaten. Das wäre doch auf jeden Fall mal wirklich was Geiles, wo man doch mal gerne die Wohnung von irgendeinem Kumpel anschaut. Mittlerweile weiß man, wie die Wohnung ausschaut. Da geht es eigentlich nur noch um den Ausblick. Und hat man einmal gesehen, reicht es auch, oder? Und jetzt möchte ich auch schon zum nächsten Punkt kommen. Und zwar, ich habe es am Freitag letzte Woche erst selber erlebt, da war ja Halloween und da gab es in diesen Spezialkisten immer diese drei verschiedenen T-Shirts. Ich habe leider das Splash FM T-Shirt verpasst, ich kann mich so in den Arsch beißen, das war ein GTA bei City Stories mit Fio Rock, mein Lieblingssender. Ich habe den echt gerne gehört und ja, ich war halt einfach nicht zu Hause, war abends noch auf einer Party und ja, am nächsten Tag gab es es halt leider schon nicht mehr. Und ja, man ärgert sich, dass man halt dieses T-Shirt vielleicht nie wieder bekommt. Ich denke mal, so ging es auch vielen anderen Leuten, die sich zum Beispiel zum Valentinstag nicht den Rosé Welt, also dieses Gangsterauto, besorgen konnten. Oder es gab ja auch diese speziellen Bierhelme, wo man in Kisten finden konnte. Oder was konnte man noch alles finden? Zum Beispiel GTA San Andreas, Radiostationen zum Jubiläum. Ja, da gab es so einiges, wo man halt schon irgendwie exklusiv für kurze Zeit sich hier spielen konnte. Und ich denke da halt auf jeden Fall an so eine Art eBay, wo man irgendwie seine Gegenstände, die man irgendwie in Kisten gesammelt hat und irgendwie gar nicht wirklich braucht, verkaufen könnte. Weil ich persönlich habe auch ein paar Sachen, die brauche ich wirklich überhaupt nicht, werde ich niemals anziehen. Und ja, wenn ich dafür jetzt irgendwie so 500.000 oder sowas verlangen würde. Ist jetzt übertrieben, ich weiß, aber ist ja nur so als Beispiel jetzt. Oder Leute, die jetzt halt irgendwie vor kurzer Zeit sich das Spiel erst geholt haben, haben ja gar keine Möglichkeit, irgendwie auf diese Inhalte zurückzugreifen. Die kommen vielleicht nie wieder an diese Sachen, aber finden diese halt geil und möchten sie halt auch haben. Generell könnte man auch diese Funktion dann nutzen und seine gebrauchten Autos, wo man jetzt auch nicht mehr braucht, diese dann vielleicht ein bisschen teurer verkaufen zu können an Leute, die sie dann ja auch gerne übernehmen würden. Ja, es wäre auf jeden Fall eine coole Sache, wenn Rockstar Games das einbauen würde. So, und jetzt komme ich auch schon leider zum letzten Punkt.
Und zwar jeder, der The Ballad of Dagatoni gespielt hat, der kennt ja das Nachtleben aus GTA. Wie ihr bestimmt schon wisst, gibt es ja in Los Santos mehrere Nachtclubs. Oft stehen auch Leute schon draußen und rauchen. Und ja, ich würde es halt geil finden, wenn man da halt auch reingehen könnte. Ja, es wäre halt total geil, wenn es dann irgendwie exklusive Musik geben würde in solchen Clubs, wo man jetzt nicht in Radio hört und sich da mit anderen Spielern besaufen könnte oder irgendwie tanzen könnte. Und das gleiche könnte ja dann auch offline wieder funktionieren. Es wäre auf jeden Fall eine tolle Sache. Man könnte zum Beispiel mit Trevor und Michael zusammen irgendwie in den Clubs sich besaufen. Es wäre auf jeden Fall eine lustige Sache, denke ich, und würde dem Spiel meiner Meinung nach richtig gut tun. Ja, das war's auch leider auch schon. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch die Ideen gut finden würdet und das Video liken könntet. Und wenn ihr noch mehr solche Vorschläge hören möchtet, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Ich möchte noch dazu sagen, dass jetzt das erste richtige Video war, wo ich mit dem PC aufgenommen und bearbeitet habe. Ich denke mal, man hört es auch ein bisschen auch an der Audioqualität. Da werde ich ein bisschen arbeiten, dass ich den Dreh raus habe. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder in Zukunft hier auf diesem Kanal sehen. Bis dann. Ciao.